Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und willkommen zum zweiten Teil der Untersuchung des Schieferstollens. Und diesmal machen wir das ein bisschen anders. Und das hat den Grund, wir haben bei der Auswertung sehr, 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 sehr viele Ausschläge gehabt. Allein die Tripwire plus das Paralyte sind mehr als 200 Ausschläge. Aus wissenschaftlicher Genauigkeit könnte man natürlich das jetzt alles zusammenschneiden zu einem Video und hochladen und hätte dann ein 3-Stunden-Video, wo 200 Mal ein Klinken zu sehen ist, mal simpel gesprochen. Es ist natürlich nicht der Zweck. Wir haben das natürlich dokumentiert in unseren Unterlagen, ist das im Protokoll, ist das natürlich auch drin. Aber jetzt nach außen für die Öffentlichkeit und nicht für das BMBF ist das natürlich jetzt nicht so spannend. Das wissen wir. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir einen kleinen Mittelweg gehen. Wir werden euch jetzt insgesamt drei Ausschnitte zeigen aus den jeweiligen Monitoring-Sachen. Ich werde die teilweise auch ein bisschen zusammenschneiden, damit wir direkt zu den spannenden Stellen kommen. Und hauptsächlich werdet ihr halt sehen, dass Tripwires und Paralytes reagieren. Wie gewohnt werden wir oben, ich glaube auf der Seite ist es dann, weil spiegelverkehrt, dann auch wieder den Counter haben. Das heißt, dass wir mitzählen. Wir werden natürlich nicht auf 200 kommen, weil wir nicht die vollen 3 Stunden, die das Video sonst hätte, hier abbilden werden. Das wären dann so 40 bis 50 Minuten, schätze ich mal, hinterher werden, mit Intro, Outro, allem drum und dran. Aber damit die Sache für euch auch ein bisschen spannend bleibt, haben wir uns Folgendes überlegt. Und zwar gab es, bis auf die ganzen Ausschläge, insgesamt auch noch 5 Sachen, die halt ein bisschen spannender waren, sage ich mal in dem Sinne. Das heißt, insgesamt könnt ihr selber schauen, ob ihr die 5 Sachen alle gesehen, gehört habt, die wir hier quasi mit reingelistet haben. Gerne könnt ihr natürlich das in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr die 5 Sachen alle erkannt habt. Keine Angst, wenn ihr das Video ganz normal schaut, solltet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Wir haben es natürlich wieder hervorgehoben, also keine Sorge, normalerweise dürfte es nicht durch die Lappen gehen. Und vielleicht seht und hört ihr sogar das ein oder andere, was wir nicht gesehen haben, ist ja ab und auch schon mal passiert. Und deswegen denke ich, könnte das dennoch spannend werden, denn obwohl dieser Stollen so klein ist, hat er doch ein unglaubliches Potenzial entfaltet und das möchten wir euch heute in diesem Video hier dann wiedergeben. Nach viel Mühe in diesen engen Räumen haben wir jetzt unser Monitoring stehen und das möchte ich euch kurz mal zeigen. Das ist ja, falls wir Ergebnisse haben, ganz wichtig. Hier im Gang drin seht ihr grün ausgeleuchtet. Kannst du mal, glaube ich, die Lampe kurz ausmachen? Das sieht, glaube ich, so viel besser aus. Unser Lasergitter. Das heißt, immer wenn irgendwas sich da durchbewegt, dann sieht man das natürlich gut, weil der Punkt dann in den Vordergrund rückt. Aufgenommen wird das von der einen Sony. Die Kamera hier, die im Vordergrund steht, die so hoch ist, sage ich mal, die filmt die Kinect, die den kleinen Raum überwacht. Also unsere SLS-Kamera, die dann, sagen wir mal, thermale Form, die eher abstrahlen in Form von einem Körper, dann als Skelett darstellen. Unterstützt wird in beide Richtungen das von der Tripwire, die halt wirklich dann auch wie ein K2-EMF-Meter elektromagnetische Felder messen. Kann ich ja mal gut zeigen, zum Beispiel. Hier ist ein Magnet hinten dran. Und je nachdem, wie nah ich dran bin, so stärker ist das Feld dann. Drin ist auch noch bei der Kinect ein Paralyte. Das macht im Prinzip dasselbe, gibt aber noch ein Geräusch von sich. Und da drin hatten wir schon ein bisschen Aktivität. Und in dem Gang hier, das werden wir euch gleich zeigen, wenn wir hinten sind, den leuchtet dann auch noch mit dem zweiten Lasergitter aus. Das ist, wie versprochen, im ersten Gang sozusagen. Jetzt das Lasergitter mit demselben Zweck. Und gefilmt wird das von der Sony, die überwacht das alles hier. Genau, die ist schon am Laufen. Verlassen müssen. Wenn du möchtest, dass wir bleiben, lass es zweimal schnell hintereinander leuchten. Falls einer dann verschlüsselt. Machen wir gleich dran. Okay. Nochmal.
okay, bitte jetzt mal eine Zeit lang nicht leuchten lassen. Ich möchte wissen, dass es kein Zufall ist. Okay. Ab jetzt darfst du wieder leuchten, damit wir wissen, dass du es bist. Okay. Macht jetzt den Spaß? Freust du dich, dass noch jemand da ist? Wir müssen uns aber trotzdem noch auf einigen, wie wir uns eindeutig verständigen können. Ich will nur noch für einmal leuchtendes Ja, zweimal leuchtendes Nein. Was hältst du davon? Okay. Stell dir mal eine Frage, die du mit Nein beantworten müsstest. Ist mein Name Robert? Ist aber nicht besonders stark, ne? Nee, das nicht, aber es ist... Es ist seltsam. Und es ist ja mehr geworden, als wir gewissen, ne? Also wenn wir auch immer von was wir nochmal so gesprochen haben, ein bis zwei Minuten durch die Jugend verschätzen, ne? Mhm. Jetzt haben wir aber 10 Sekunden vielleicht oder öfter. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie wir jetzt so weiterkommen. Kannst du mal durch den Gang hier laufen? Okay. Zweimal wäre nein, okay. Musst du in diesem Raum drin bleiben? In der Logik wird es passen, ne? Mhm. Warum? Okay, jetzt kannst du nicht beantworten, aber... Bist du hier gefangen? Was war das? Ja. Der verteilt an dem Film. Der Film ist vom Hotspot. Und in der Schutz. Ja. Du hast hier. Der Film ist passiert. Und nur das ist passiert. Anfangen. Das war's. Das Film ist passiert. Und hier, der Lehrer, mit der Alte, die kann ich auch mal durchführen. So, ich hab's auch gesehen. Jetzt kannst du. Die Stärke ist, die ich nicht so gut höre, die ich jetzt mit kleinen Hintergrößen zu sehen. Und ich bin mal stolz. Das wird sich gut, aber ich bin nicht so gut. Ich werde es schwer einzuordnen, ist das noch Zufall, weil manche Dinge passen schon ganz schön gut, ne? Manche passen gut, aber es könnte Zufall sein, ne? Ja, Problem ist halt... Nein, das ist Zufall dreimal, ja, weiß ich nicht. Ist schwer einzuordnen. Ist schwer einzuordnen. Könntest du dich mal auf das Licht setzen, wenn das überhaupt geht, wenn du so etwas wie eine korporale Form hast?
Aber noch ein bisschen länger? Nein. Okay. Allerdings, meine Frage würde auch nein antworten, würde sie das fragen, weil die korporale Form ist. Aber ist dreimal wieder. Ja, okay. Kennt ihr uns? Ja, hier, ne? Deswegen kennen wir uns. Das ist relativ, also würde ich jetzt nicht sagen, zu jemandem, den ich vorhin in der Stunde gesehen habe. Bist du uns schon einmal begegnet? Guck, da war dann was gequetscht. Nein, zweimal hintereinander. Wie können wir ausschließen, ob das Zufall ist? Das können wir nicht. Das Problem ist, wir haben nur eine. Wenn das hier, wenn wir jetzt theoretisch die verbale Kommunikation hätten, wäre es perfekt. Ja, das wäre schon. Kannst du es auch fünfmal hintereinander leuchten lassen? Sechs. Okay, da habe ich mir wahrscheinlich einmal nicht hingeguckt. Fünf. Ich bin bei fünf jetzt. Wie hast du gezählt? Kann aber sein, dass ich einmal zwei nicht gesehen habe, weil ich gerade auch geguckt habe, plus einer. Kann fünf mal Folge bis sechs in der Folge zufall sein? Ja, das sind ja nicht exakt fünf gewesen, ne? Nein, eigentlich nicht. Deswegen, also das ist schon. Kostet dich das sehr viel Kraft? Dann zweimal durcheinander. Warte, einmal kurz und dann zweimal durcheinander. Also nein. Wenn man mit also nein mit Ja beantworten, würde es funktionieren. Nein, okay. Pass auf, lass uns was anderes machen. Ich würde gerne wissen, wie alt du bist. Kannst du mal deine Jahrzehnte sozusagen so fliegen lassen, also wenn du es dreimal fliegen lässt, bis 30? 20? Ist 20 korrekt? Okay, können wir dasselbe noch für die Einerstellen machen? Also, wir wissen jetzt ja 20 Stück vorne, wenn ich jetzt nochmal 5 verfliegen lässt, dass wir sagen können, ist 25 sozusagen? Das heißt also, du bist direkt 20? Das ist so, dass wir finden eigentlich, wir forschen gerade eigentlich über uns selbst. Finden gerade raus, leben in der Realität oder in den Dingen nicht. Ja, das ist komisch, ne? Aber jetzt die Frage halt, wieso blinkt es? Klar, weil es irgendwas misst. Aber was misst es da? Okay, das waren jetzt zwei Blinker, aber viel zu zeitlich mit dem Abstand. Das können auch keine elektromagnetischen Wellen, das können wir hin und her fluktuieren. Das ist ja kein Dyson-Sphäre. Okay. Okay, wir könnten es so machen, wir zählen jetzt quasi einmal bis 10, da darfst du nicht blinken. Dann kannst du nochmal so viel blinken, wie du an einer Stelle an Jahren hast. Also wenn du zum Beispiel einmal blinkst, bist du 21, wenn du zweimal blinkst, bist du 22. Dann warten wir 5 Sekunden. Dann zählen wir nochmal bis 5 und wenn du in den ersten 10 Sekunden, in den zweiten 10 Sekunden. Ich muss jetzt schon mal am Anfang gesagt. Ohne Witz, du bist wie Elton. Ja, aber. Ich wollte das so sagen, dass man die ersten 10 Sekunden darfst du nichts machen, dann hast du ein paar Sekunden Zeit zu blinken. Und dann wieder 5 Sekunden zählen wir an, darfst du wieder nichts machen. Dann machst du schrittweise. Okay, pass auf. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das sind ja die 10 Sekunden. Ist das passiert? Oder ich war mit dem Construction anfliegen. Es klang gerade so, als wenn du ihn anfängst, die Quantenphysik zu erklären. Naja, gut, ich wollte einfach ganz einfach erklären, dass du 10 Sekunden quasi jetzt nicht blinkst. Ich hab das schon verstanden. Nur Zeit zu blinken. Aber ich kenne dich, du bist fast mit dir verheiratet. Ja, ich bin manchmal ein bisschen, ich laber zu viel, ich weiß. Ja, nee, du bist, wenn sich einfach auszudrücken, musst du auch hier verstehen. Oh ja, nicht gut, wirklich. Ich rede dann gar nicht mehr. Kannst du dreimal blinken, wenn du am Mann bist? Und zwar dann, wenn ich bei 10 die Endetage reinziehe, bitte. 1, 2, 3, 4. Nee. Das ist Zufall, glaube ich. Das passt zwar. Oder unser Flüchtlingsgeld. Könnte aber auch sein. Ein Kind bei 20? Weiß ich nicht. Vielleicht war das auch einfach, war das Zufall mit den 20. Das wird Zufall gewesen. Vielleicht ist er ja klar. Vielleicht ist er einfach, oder ist es vielleicht ein Kind oder so? Ein Kindergeist? Weiß ich nicht. Das ist halt gerade ein bisschen rumspielen mit uns, wenn überhaupt da irgendetwas ist. Aber. Ich wäre dafür, wir bauen jetzt ab. Das Paralyte bauen wir als letzter. Ja, das lassen wir unten stehen. Das heißt, die bauen wir als vorletztes sozusagen. Ja. Aber ich finde das ein cooler Ansatz für uns Leute. Dass man sich vielleicht direkt von vornherein auf den Raum konzentriert. Vielleicht mal zweites, drittes Parallel rein, um auch zu gucken, ob die gleichzeitig ausschlagen. Das mit den ganzen Rundherum, das kann man ja eigentlich fast sein lassen. Wir reden von Anfang an nur in dem Bereich hier. Was ist eigentlich für ein Symbol da oben an der Wand? Das ist allersehende Augen. Das kennst du, das ist auf der Pyramide. Ja, ich weiß aber. Das ist ein altes Zeichen der Christen und auch der Freimaurer. Aber ich glaube nicht, dass derjenige, der das gemacht hat, seine größerartige Bedeutung hat. Weil der hat überall gespielt, der hat das von der Westen und so. Da hinten die ganze Obi-Tron hinterhören. Ja, die ganzen Wände sind hier beschmiert. Ja, irgendwas später auf jeden Fall. Aber wie geht das uns los, um weiter zu tun? Ja, dann so, vielleicht die Weile wieder noch. Weil Jan ist nicht gerne hier. Aus diversen Gründen. Danke für den Tages. Ja, warum? Steht aber null drauf, ne? Das war periodisch immer nur so, ne? Das war auch gerade, als ich gucken wollte, war wieder null. Also. Das ist aber komisch, das wäre so, als wenn da ein Gasblasen platzen. Platzen, sag ich mal. Eigentlich auch ungewöhnlich. Aber wenn die Gasgasen platzen würden, dann würdest du ja theoretisch hier drüben stauen. Ja gut, hier ist es nah am Ausgang. Ja, aber trotzdem, wenn Boden näher. Ja, kommt an, was ist? Kohlenmonoxid, der war natürlich schwerer als Luft. Ja, eben das unten. Deswegen, ich habe das Ding auch gerade die ganze Zeit auf den Taschen liegen gehabt. Die sind ja noch viel weiter unten als Björns Knie. Oder quasi hängt. Nichts. Also das Ding ist permanent null. Ich würde mich nur halt wohlfühlen, wenn beide was anzeigen oder beide nichts. Okay. 0 bis 50 Grad. 0 bis 1000 ppm. Tja. Bei 1000 ppm ist allerdings vorbei. Ja so, gut. Ich glaube, da tippst du direkt durch. Lieber schnüffelst du da wieder, wenn du der Gaspirat.
mit der Stelze war in dem einen Schacht. Ja, das war ja ein Versehen. Wo du dich einfach angelehnt hast und das ganze Ding ist zusammengebrochen. Ja, ich bin ja gestolpert. Mhm. Das ist schon cool. Wir sind mit Sicherheit damals mal die alten Stromleitungen dran festgemacht worden. Ja, ich hatte jetzt ja, auch gedacht, Strom oder Wasser. Obwohl, Wasser würde ich nicht sagen. Das ist zu dünn für Wasser. Das ist einfach angelehnt hast und das ganze Ding ist zusammengebrochen? Ja, ich bin ja gestolpert. Mhm. Das ist schon cool. Wir sind mit Sicherheit damals mal die alten Stromleitungen dran festgemacht worden. Ja, ich hatte jetzt auch gedacht, Strom oder Wasser. Obwohl, Wasser würde ich nicht sagen. Das ist zu dünn für Wasser. Das angelehnt hast und das ganze Ding ist zusammengebrochen? Ja, ich bin ja gestolpert. Mhm. Das ist schon cool. Wir sind mit Sicherheit damals mal die alten Stromleitungen dran festgemacht worden. Ja, ich hatte jetzt auch gedacht, Strom oder Wasser. Obwohl, Wasser würde ich nicht sagen. Das ist zu dünn für Wasser. Hier, deine Schritte hört sich ganz komisch an. Bei mir vorne hat sich richtig weit entfernt angehört. Okay. Und wie so ein Groll. Denk mal an die andere Tunnel. Da warst du ja um zwei Ecken gegangen. Ich hab dich gar nicht mehr gehört. Ja, stimmt schon. Ich hab doch einen Kaffee schon. Ah, sehr gut. Hat der noch Bier steht? Ja, den haben wir auch schon. Ja, den. Ja, los. Ein Licht mehr, ne? Doch, hab ich. Ich kann noch ein Lampe geben, mir doch nicht Spaß, meine Schön. Ja, ich glaube, die einzige, die funktioniert, meine funktioniert nicht. Hä, ich hab dir doch gerade gegeben. Ja, die funktioniert, aber meine alte funktioniert. Ach so, nicht. Ich dachte, du hast jetzt keine funktionierende mehr. Nee, jetzt habe ich ja noch eine. Danke dir. Ich lege das mal woanders hin, weil ich stehe von der Seite. Das ist relativ gut. Das ist nicht interessant. Kann das sein, dass hier ein Luftzug ist? Luftzug? Mir ist plötzlich richtig arschkalt. Aber richtig. Luftzug wäre ein Hitler, ich brauche zwei Minuten lang. Ja, ja. Deswegen habe ich halt erstmal so hypothetisch gefragt, kann das sein, dass hier ein Luftzug ist? Nein. Ja, aber wenn jemand böse, dass wir gehen. Na gut, da können wir ja nichts machen, ne? Yeah.
hört man auch, ne? Nee, das hört man auch. Nee, nee, ich kann man doch. Ich kann nicht damit noch so viel Blut aufrufen. Dann müssen wir mal, ja, müssen wir auch so machen. Ne? Stimmt, ja, das ist richtig. Also ich würde bei mir wahrscheinlich eh nur Fortsetzung folgt anwenden als Ende. Ja, außer ja, du sagst jetzt, das war's. Nee, du kannst dir den Fortsetzung folgen und gehen auf die zweite, wenn es dann nicht stört. Mhm. Jetzt machen wir noch einen Laser an, den unten. Dann ziehen wir uns zurück. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen justieren. Also. Okay, das ist ja ziemlich gut. Schon. Sehr schön. Habe ich dir das schon gesagt? Zeig dir, das ist ja der neue. Ne, die, die wir jetzt haben, da habe ich neue Aufsätze für. Und das ist der falsche. Ist das die Lampe? Ja. Machen wir noch einen Laser an, den unten. Dann ziehen wir uns zurück. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen justieren. Also. Okay, das ist ja ziemlich gut. Schon. Sehr schön. Habe ich dir das schon gesagt? Zeig dir, das ist ja der neue. Welchen? Ne, die, die wir jetzt haben, da habe ich neue Aufsätze für. Und das ist der falsche. Ist das die Lampe? Machen wir noch einen Laser an, den unten. Dann ziehen wir uns zurück. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen justieren. Also. Okay, das ist ja ziemlich gut. Schon. Sehr schön. Habe ich dir das schon gesagt? Zeig dir, das ist ja der neue. Welchen? Ne, die, die wir jetzt haben, da habe ich neue Aufsätze für. Und das ist der falsche. Ist das die Lampe?
gedacht, es wäre daran, dass ich halt nichts belegt hatte. Sie haben es auch nicht angesprochen, weil ich auch nicht das Gefühl habe, okay, das ist nicht so, dass es so voll ist. Ich weiß nicht, wie es Ja.
Ich denke mal, der hat uns Tunnel. Da war es ja um zwei Ecken, ich habe es gar nicht mehr gehört. Ja, stimmt schon. Der hat dann natürlich schon. Hat er. Hat er? Ja, stimmt. Ja, den haben wir auch schon. Kann das sein, dass hier ein Luftzug ist? Luftzug? Mir ist plötzlich richtig arschkalt. Aber richtig. Ja, ja. Deswegen habe ich halt erstmal so hypothetisch gefragt, kann das sein, dass hier ein Luftzug ist? Nein. Na, egal. So, jetzt machen wir das mal das Auto. Ich habe mir wieder erfolgreich was länger. Genau. Also nee, ich habe extra mal gedacht, Ecki. War das nett von mir? Ja, ist es. Hat einer von euch hart gebrummt gerade? Nee, gebrummt habe ich bestimmt nicht. Was? Das war wie so ein... Nee. Na, egal. So, jetzt machen wir das mal das Auto. Ich habe mir wieder erfolgreich was länger. Genau. Also nee, ich habe extra mal gedacht, Ecki. War das nett von mir? Ja, ist es. Hat einer von euch hart gebrummt gerade? Nee, gebrummt habe ich bestimmt nicht. Was? Das war wie so ein... Nee. Na, egal. So, jetzt machen wir das mal das Auto. Ich hab mir wieder erfolgreich was länger. Genau. Also nee, ich hab extra mal gedacht, Ecki. War das nett von mir? Ja, ist es. Hat einer von euch hart gebrummt gerade?
Nee, gebrummt habe ich bestimmt nicht. What? Das war wie so ein... Nee. Und damit herzlich willkommen zum Auswertungsteil. Ja, wie ihr gesehen habt und ich eingangs erwähnt habe, haben wir haufenweise Ausschläge der Tripwire und des Paralights. Allerdings nur im ersten Abschnitt des Gangs und in ja, diesem kleinen Raum, sage ich mal, im zweiten Bereich gab es von der Tripwire keinen Ausschlag. Das habt ihr in den Ausschnitten jetzt ja auch gesehen. Und sicherlich habt ihr auch die fünf ja, Besonderheiten, sprich diese drei seltsamen Geräusche insgesamt, das Verzerren der Kamera und natürlich auch das auffällige blaue Licht gesehen, was da hin und her ging, sozusagen oberhalb unseres Paralights. Das kann man im Video vielleicht nicht so gut erkennen. Wenn man Teil 1 gesehen hat, dann weiß man, dass die Kamera, die das gefilmt hat, schräg von oben nach unten filmt, weil sozusagen davor in dem Sinne ja, die Kinect ist, beziehungsweise das Tablet von der Kinect, und damit wir das mit auf dem Monitor drauf haben, hat die so gefilmt. Das heißt, den Ausschnitt, den wir gesehen haben, da sehen wir das Paralight, wie es unten in der Mitte des Raumes steht, und dann ist das, wenn man gerade gefilmt hätte, mitten im Raum, so ungefähr auf Knie bis Hüfthöhe, so genau kann ich es jetzt auch nicht sagen, dieses blaue Licht gewesen, was hin und her gegangen ist. Das heißt, hier in dem Stollen ist doch viel zu viel passiert, um zu sagen, da ist nichts. Es scheint keine intelligente Kommunikation zu sein, zumindest waren ja, die Antworten oder die Kommunikationsversuche nicht eindeutig genug. Es wirkt sehr willkürlich. Es gab Reaktionen, auch wenn man keine Fragen gestellt hat. Auf manchen gab es die passende Reaktion, wie weil das Achtung bis 10 gezählt haben oder die Sache mit dem Alter. Das könnte man schon ein bisschen als eindeutiger werden, aber da es ansonsten halt auch geblinkt hat, ist es dann in der Summe halt eher Zufall. Es ist definitiv nicht signifikant zu bewerten. Vielleicht ist da tatsächlich was, vielleicht ist es sogar intelligent, aber diese ja, Belege reichen jetzt einfach nicht aus, um das wissenschaftlich fundiert zu behaupten. Da aber natürlich mehr als nur, ja, ich sag mal, kleine elektromagnetische Felder waren, so die Tripwire-Segmente als auch das Paralight ging ja nur bis blau, also bis ungefähr ein Milligauss, was echt nicht viel ist. Ich kann allerdings auch nicht sagen, was es sonst sein könnte. Die Decke ist sehr rostig, vielleicht ist das Eisenoxid natürlich auf dem ganzen Boden verteilt und eventuell bewegt es sich doch, obwohl da kein Wind ist, sondern durch irgendwelche Erdbewegungen, und dadurch bewegt sich das elektromagnetische Feld der Metallteilchen. Kann sein, allerdings hätten wir es dann halt auch bei dem zweiten Tripwire-Abschnitt haben müssen, wo ja eigentlich so richtig erstmal die dicke Eisendecke auch noch ist. Schwer zu sagen. Allerdings nimmt man jetzt halt hinzu, dieses blaue Licht, was bewegt hat, und die anderen Sachen, die wir da gehört haben zum Beispiel, dann hat das schon einen sehr, sehr hohen Anklang, doch etwas Paranormales zu sein. Der Parascore liegt bei ungefähr 50, das ist klar, weil wenn ihr das Video zum Parascore kennt, da haben wir relativ fixe Größen, wie wir das berechnen. Zum Beispiel zählen wir halt nicht jeden Ausschlag von der Tripwire und Paralight, sondern definieren alles klar. Wir betrachten alle, die in einem Raum sind, damit man sagt, in der Nähe, klar, bei großen Raum variieren wir das noch ein bisschen, und nur einer pro Minute als Punkt. Also wenn es 10-mal hintereinander blinkt, dann sind das nicht 10 Parascore-Punkte, sondern einer. Blinkt das allerdings 10-mal in 10 Minuten oder in einem längeren Zeitraum, dann sind das natürlich als 10 Punkte zu bewerten. Und so kommen wir auf die 50, weil wir haben bei der Höchstzeit, es wird ja immer definiert als die Stunde mit der höchsten Aktivität, ungefähr jede Minute einen Ausschlag, ein bisschen weniger. Dann haben wir noch die 5 anderen Sachen, die dokumentiert wurden. Und das bringt uns halt zu diesem Parascore von 50 bis 52, je nachdem, wie genau man jetzt zählt und wie hoch man es bewerten möchte. Weil wir haben da ja auch einen gewissen Spielraum zu sagen, alles klar, das war ein zufälliges Geräusch oder es war ein Geräusch, das doch mit uns interagiert hat. Kommt halt immer ein bisschen drauf an. Ist eher so ein Bereich, den man definieren würde. Insgesamt ist das sehr spannend. Wir werden bestimmt nochmal dahin gehen. Man muss allerdings überlegen, welche Sachen man noch machen könnte, um ja, andere Ergebnisse zu erzielen. Ein paar Sachen habe ich schon im Hinterkopf. Der Buber, die ist zum Beispiel noch eine Sache. Dann kann man mal austesten, ob in den kleinen Raum zum Beispiel ein REM-Pod anders reagiert, als das Paralight tut. Der REM-Pod ist ja deutlich empfindlicher. Könnte auch sein, dass der allein schon durch die Vorhandensein dieser ganzen Eisenteilchen extrem gestört ist. Muss man mal schauen. Und was man natürlich auch testen kann, ist, ob externe Stimuli das Ergebnis verändern. Das heißt, wenn man gewisse verschiedene Musik abspielt, wenn man das Licht ändert, wie sieht es aus, wenn man rotes Licht macht, grünes, blaues,
Und dann kann man zumindest schauen, ob es da ein Endrum gibt. Das werden wir wahrscheinlich dann beim zweiten Mal versuchen. Ist eine gute experimentelle Umgebung, nicht die perfekte, muss ich gestehen. Aber hier kann man das schon einmal ganz gut testen, weil der Experimentierbereich, der ist sehr klein. Es ist halt dann wirklich nur dieser Raum. Und dann kann man auch signifikant schauen, ob man zumindest bei dem Ort damit irgendwie für Varianz sorgen kann. Wie immer hoffe ich natürlich, es war für euch interessant. Und beim nächsten Mal geht es dann, oder die nächsten Male, geht es dann weiter mit der Sophienheilstätte. Ja, ihr wisst, die dauernd gucken. Wir waren diesmal da gewesen, eine ganze Woche, und haben insgesamt 6 Nächte und Tage verbracht. Nicht am Stück, wir waren zwischendurch natürlich Geräte rausschaffen, Batterien neu laden, selber mal eine Runde pennen muss auch sein, ein bisschen Nahrung brauchen wir auch. Und je nachdem, wie viel wir da auf den Auswertungen haben, werden es mindestens 6 Videos, alleine für die 6 Begehungen, die wir gemacht haben. Kann aber bis zu 12 Videos werden, wenn wir viel auf dem Monitoring haben. Ich schätze, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich würde sagen, vom Gefühl her haben wir so 3 Untersuchungen, wo nichts passiert ist, 3, wo viel passiert ist, dass wir dann halt so bei 9, vielleicht sogar 10 Videos landen werden. Aber das seht ihr dann ja, die kommen dann alle Stück am Stück. Und darauf freue ich mich eigentlich total. Und hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei, weil die Sophienheilstätte, die haben wir wirklich ganz gründlich unter die Lupe genommen. Das teaser ich jetzt mal direkt hier verbal an. Und ich kann euch sagen, da spukt es unserer Meinung nach. So, bis dahin, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Denkt dran, wer noch nicht hat, lasst uns ein Abo da, das hilft uns sehr. Aktiviert die Glocke, dann seht ihr unsere Videos. Das ist auch gut für den Algorithmus, wenn die Leute schauen und natürlich auch schreiben. Mal davon abgesehen, dass ich Kommentare gerne lese. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchungen machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.